Moin Moin, privat meine Genossen, ich bin der Russian Wolf, willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed. So, in der letzten Folge sind wir ja wieder ein paar Rennen für Outlaw und Speed und Style gefahren. Heißt, wir sind wieder ein bisschen viel rumgedriftet und haben uns wieder ein bisschen mit den Cops angelegt. Und das werden wir heute auf jeden Fall auch tun, uns mit den Cops anlegen. Und zwar werden wir eine 5-Minuten-Verfolgung machen und eine Geldstrafe von $2000. Okay, das heißt, wir werden jetzt versuchen, wieder die Cops hinter uns herzubekommen. Weißt du, will ich nicht wieder ihr, was die ganze Folge dauern wird, uns die erstmal hier an die Backe zu hängen. Auf uns aufmerksam zu machen. So, Cops. Wir waren das letzte Mal, waren wir hier oben oder hier, als wir die Cops gesucht haben? Oder waren wir hier? Weiß ich gar nicht mehr. Wir waren hier unten. Ja, hier unten waren wir. Genau. Dann probieren wir es hier auch, was die Cops hier einzuholen. So. Oh, hallo. Das hat jetzt gut funktioniert. Oh, da ist noch einer. Das denke ich nicht so. Kommt schon direkt der zweite. Was ist mit dem, den ich hier vorne? Und der kommt auch mit. Hey, bist du beim Sprint dabei oder was? Nein. Wo sind die anderen zwei jetzt hin? Komm, wir fahren mal hier so ein paar Kammer. Da können die uns eh nichts dran tun, ey. Guck dir du. Nicht mal 100 fahre ich. So, auf Anstufe 2. Dann machen wir mal eine Action-Kamera. Ernsthaft? Keine Ahnung, wie er das geschafft hat, sich da in die Wand zu setzen. Okay. Ich sehe gerade, wir fahren gerade im Kreis. Dann fahren wir jetzt auf die Autobahn hoch, wo wir in einen anderen Stadtteil kommen. Aber jetzt sind wir im Gegenverkehr. Also auf das Strafgeld haben wir auch schon mal. Geldstrafe, Strafgeld, bruh. Okay, der ist smart. Heißen so lahmarschig die Cops, Alter. Also Need for Speed ist auf jeden Fall nicht das Spiel, wo man auf wenn man auf Verfolgungsjagd steht. Also man lieber das alte Most Wanted spielen. Da waren die Verfolgungsjagden viel größer und auch sehr
spektakulärer und intensiver. Das ist echt nicht spannend. Ich habe auch keinen Schiss, um hier verhaftet zu werden. Weil man hier auch sein Auto nicht verlieren kann. Man bezahlt, wenn dann nur die Steilstrafe. Most Wanted, wenn du dreimal verkackst, dann ist dein Wagen weg. Und auch ein bisschen von deinem Geld. Ich fahre nur 140 hier, was denn los da, Amonoko, ey? Oh, da ist der zweite. Aber wieder ein weiterer Kopf hier. Habt ihr es gesehen? Er hat sich geschafft, da sich querzustellen. How the fuck? Ja, komm, wir fahren hier rechts lang, obwohl ich jetzt eine Straßensperre. Fuck der jetzt. Fuck die System. Fuck the police. Komm, Stufe 3. 5 Minuten, sie haben wir gleich. Können wir gleich abhauen. Er stellt einen Truck dahin. Hallo. Fuck. Ach, wir haben schon 5 Minuten. Okay, abhauen. Hallo, Schwaruno. Wer stellt da so einen Pfosten hin? Ein Pfeiler. Gut, dass er mich nicht gesehen hat. Warum? Wer stellt da schon wieder so einen Pfeiler hin? Boah, ich wurde wieder richtig geil respawned. Geil. Ah gut, ich wurde rückwärts gespawnt. Na gut. In die falsche Richtung. Ja, fick dich. Deine Schuld. Was ist das? Wir fahren einfach auf die Autobahn. Die haben eh keine Chance, wenn es um Speed geht. Geschafft. Easy peasy. Und noch die Tageschallenge. Zweimal sogar. Gut. Was steht als nächstes auf dem Plan? Nee, gar nicht. Wir haben gar nur eine abgeschossen, aber trotzdem irgendwo noch was bekommen. Ja, ich würde jetzt mal sagen, gehen wir kurz zurück in die Garage. Will mich nochmal kurz was gucken. Wenn ich mich den mal vergleichen. Ja, unseren BRZ mit unserem 180 SX möchte ich vergleichen. Und gucken, wie viel Geld wir erstmal noch haben. 143k, okay, wir haben noch genug Geld. Was haben wir hier eigentlich? An 778 PS, 346 km/h Top Speed, 9,83 Sekunden für die Viertelmeile, 2,66 Sekunden von 0 auf 100. Unsere 180 SX. Und unsere. Oder weniger. 615 PS, 326 km/h, 10,43 Sekunden für die Viertelmeile und 2,8 Sekunden für 0 auf 100. Das heißt, hier können wir aber auf jeden Fall noch einiges rauskohlen. Wie ich sagen, machen wir jetzt auch. Bauen wir noch die Teile ein, die wir hier einbauen können. Ich glaube, wir haben hier eigentlich schon alles drin, ne? Ne, gar nicht. Zylinderkopf haben wir noch keinen. Nicht den besseren. Jetzt bin ich allzu weit rausgegangen. Nocki-Gewellen haben wir. Zylinderköpfe haben wir. Haben wir. Können wir noch nicht einbauen. Ab 35. 37, 49.
als absurden Leveln. Und über Amy-Mission. Müssen wir aber erstmal diese scheiß Mission da schaffen. Okay, unser BRZ ist auf jeden Fall unser schnellster Wagen. So, was gibt's da als nächstes? Wir sehen die Nachrichten nach. Okay, ein Lauf. Mittel. Ein Sprintrennen. Na gut, auf geht's. ...88. Gib alles oder gib auf. Mhm. Die Namen dieser Events sind auch voll einfallsreich. Pause nicht. So, auf geht's. Fahr das Sprintrennen mit dem Outlaw. Okay, der Outlaw hat erstmal verkackt. Okay, wir machen doch lieber wieder hier die normale Kamera. Action geht mir ein Rennen auf den Sack. So dezent geht mir das auf den Sack. Yeah, shit. Und die Cops. Müssen ja sein. Ist ja Outlaw-Event, ne? Hallo? Oh, ist eine Wand. Ja, komm, lenken, ne? Wäre auch eine gute Idee. So. Also wie viele Cops da aus den Ecken kommen. Aus den Nebenstraßen. Das war ein Infinity. Hallo? Ich finde das irgendwie witzig, wie die Cops sich hier jedes Mal in eine Wand reinsetzen hier. Jedes Mal gegen eine Wand fahren. Die so eine gute KI haben. Haben wir es gewonnen hier. Easy peasy. Ah, jawohl, Level 33. Dann gucken wir, was wir freigeschaltet haben. Das sind Reifen. Reifen haben wir freigeschaltet. Gut. Was hat er hier geschrieben? Okay. Das war ein Datsun. Komm, gehen wir mal zurück zur Garage, gucken wir uns mal an. Gucken wir uns diese neuen Reifen an. Das waren ja, glaube ich, Grip-Reifen. Aber die bringen die was? Die Ding war ja nicht. Drift-Reifen sind, glaube ich, hier eher die besseren. Ah, wir haben hier auch die Drift. Alles klar. Dann machen wir die Elite hier drauf. Mit noch weniger Grip. Ja. Na, ja, okay. Sonst haben wir nichts, ne? Haben wir so im Teilelager? Wo ist Crack? Ne, haben wir nicht.
Ein Togi muss man mindestens zu zweit. Aha. Ein Togi mit den Cops, alles klar. Dann machen wir das auch. Warum bin ich jetzt aus der Garage rausgegangen? Ich konnte auch so auf die Map zugreifen. Da hat einer sich den Italia gekauft. Was nicht wirklich so eine gute Wahl war. Aber wenn er will. Ne? So. War schwer. Hey, egal. Jolo. Einfach ausprobieren. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, ist es auch nicht wirklich schlimm. Nicht alles klappt beim ersten Versuch. Das müssen wir auch nicht um den Gewinner. Da steht nur Fahrer, nicht Gewinner. Gar ich überhaupt nicht gesehen, was für ein Auto der fährt. Ach, der fährt den Datsun. Das war auch der Datsun, den wir da nach dem Rennen gesehen haben. Ach gut, dass der Outlaw gerade doppelt so viele Punkte hat wie ich, ne? Obwohl wir eigentlich genau gleich gedriftet haben. Gedriftet sind. Ja, fick dich. Fick dich in deinen Anus, Alter. Ich dachte, der Outlaw wäre gut im gegen Cops fahren und nicht im Driften. Da haben wir gerade. Wow, gut Punkt gemacht. Dankeschön. Zu früh eingeleitet, scheiße. Und da hat er mich nochmal in die Wand gedrückt, damit wir die Punkte verloren haben. Alter, wie viele Punkte der einfach nur macht. Das ist krass. Zu krass. Müssen wir halt einfach nur mehr Punkte machen und krasser sein. Boah, der war gut eingeleitet. Aber gerade da hat gerade echt die Framerate richtig was abbekommen. Oder ist richtig gedroppt. Das Taxi hat mich gerade übelst verwirrt. Inkriminier, Schweine. Oh, das war knapp mit dem Hot Wheels Van. Lenken! Das ist wichtig beim Autofahren, ne? Wieder zu früh Punkte verloren. Komm. Okay, das haben wir jetzt aber auf jeden Fall gewonnen. Deutlich. Von wegen schwer. Das war im ersten Viertel oder in der ersten Hälfte schwer. So, jetzt noch die Cops abhängen. Denke ich mal. Ja. Hä? Was macht mein Auto hier? Was macht mein Auto da? Mein Auto fährt von alleine. The fuck? Was war das denn, Alter? Geister! Nein, Weißbrot. Das ist eine Wand! Oh shit. Oh shit. Ach, fick dich.
Ja, komm, zieh das ab. Ich habe hier genug. Erstmal, die spawnen gleich in der Garage. Oder so. Oder beim Polizeirevier. Ach, in der Garage, ja gut. Muss ich mich nicht dahin bohren. Was haben wir jetzt? Highspeed-Lauf mit den Cops. Aha. Ein Sprintrennen. Sprintrennen, Drift. Hast ja auch Drift. Und Zeit. Und Magnus Zeitfahren, okay. Na gut, und wir haben sogar noch eine Dings hier. Tageschallenge geschafft. Mein Englisch ist leider auch gut. Egal, darf ich erstmal sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Need for Speed. Das wird Daniel.